Dramatische Rettung in den USA. Nur eine halbe Stunde nach ihrer Entführung konnte die Polizei eine 6-Jährige aus den Händen des Kidnappers befreien. Der Mann hatte das Kind auf offener Straße in sein Auto gezerrt, war davongefahren. Nur durch das schnelle Handeln von Augenzeugen und eben der Polizei konnte Schlimmeres verhindert werden. Christoph Hipp. Hello. It's okay. Es ist der Moment, als der Albtraum für das Kind ein Ende hat. Mit seiner Bodycam zeichnet ein US-Polizist auf, wie er das 6-jährige Mädchen aus dem Wagen ihres Entführers befreit. Sein Kollege hält derweil mit gezogener Waffe den mutmaßlichen Kidnapper an Schach. Halt den Mund, ruft er, als der Mann offenbar versucht, sich herauszureden. Doch der Fall scheint eindeutig. Augenzeugen hatten beobachtet, wie er die 6-Jährige auf offener Straße von ihrem Fahrrad gerissen und anschließend in sein Auto gezerrt hatte. Er packte sie am Kragen, riss sie herum und schmiss das Fahrrad weg. Ich brüllte zu meinem Vater, er soll sich die Autoschlüssel schnappen, und wir sind hinterhergefahren. Der Vorfall ereignete sich am helllichten Tag in Louisville im US-Bundesstaat Kentucky. Hier verlieren die Zeugen den Entführer zwar zunächst aus den Augen, zuvor können sie sich aber Teile des Nummernschilds notieren. Deshalb und dank ihrer detaillierten Fahrzeugbeschreibung kann die Polizei den Wagen bereits nach nur 10 Minuten aufspüren und den mutmaßlichen Entführer noch vor seiner eigenen Haustür stellen. Das ganze Revier hat alles stehen und liegen gelassen. Es waren 13, 14 Wagen vor Ort. Die beiden Polizisten, die als erstes eintreffen und das Mädchen befreien, sind selber Familienväter. Auch ihnen geht dieser Fall so schnell nicht mehr aus dem Kopf. Es war hart, besonders wenn man selber Kinder hat. Der mutmaßliche Täter wurde wegen Kindesentführung angeklagt. Seine Kaution setzte das Gericht auf 1 Million US-Dollar fest. Der 40-Jährige indes behauptet, er habe die Tat sofort bereut und wollte das Mädchen wieder zurückbringen. Er plädiert auf nicht schuldig.